Don't worry. Everything is going to be okay. No matter what happens. Promise me that we will always be there for each other. Promise me. Welcome to White Space. You have been living here for as long as you can remember. Hatte Pokémon-Vibes gerade. So, und da sind wir. In White Space. Mal schauen, was hier so rumliegt. Also, gehen wir erstmal direkt das einzige mit Farbe drin an. Das Buch. Ihr Sketchbook. Take a look inside. Yes. Ja, es sieht schon, die erste Seite sieht schon nicht vielversprechend aus, würde ich jetzt mal sagen. Das ist außerdem, ach ja, das ist das erste Horrorspiel, was ich spiele. Haha! Weiß ja nicht, wie sehr Horror es ist, aber es hat bei Twitch mit Horror da was deklariert. Kleine Katzen, kleine Hackebeine, kleine Tentakel, eine blutige Hand. Ich bin ein kleiner Spekulant. Ich weiß nicht, wie viele Freunde wir haben, aber einer ist bestimmt ein Mörder, Leute. Total spekuliert. Könnte aber auch einfach nur ein schlechter Rape-Hentai sein, also... So, hier könnte man jetzt bestimmt auch ganz viel auskodieren. Für sowas bin ich aber meistens nicht so gut. Aber es ist auf jeden Fall ein Pfeil erkennbar. Und ganz viel anderer Kram. Und eine schwarze Katze, die blutet oder der Himmel blutet. Und es gibt ganz viele weiße Katzen. Könnte man natürlich jetzt auch schwarzes Schaf und weiße Schafe. Das linke kann ich nicht erkennen. Nochmal Blut. Emo-Forts hier an der Stelle. Schwarze Badewanne. Danke. Mein Assistent hat mir gerade geholfen. Schwarze Badewanne, schwarze Wäsche, roter BH. Und komisch guckender Smiley im Vordergrund. Okay. Ich kann jetzt nicht jedes erklären, ansonsten wird es, glaube ich, ätzend. Art Workshop. Ein Cake, wo Augenäpfel rauskommen. Ich suche die ganze Zeit nach so versteckten Botschaften, aber wahrscheinlich sind da Tausende drin. Ich fange das Spiel jetzt halt erst jetzt an. Also eine Katze, die ein Pendel vor ein Gesicht vor jemanden, der einen Eisbeutel auf dem Kopf hat, hält. Einer ist ein Mörder und einer hat Depressionen. Das sind so. Und da ist eine Scheibe Wurst, Leute. Die sieht tasty aus. Bestimmt Menschenwurst. Da hat er nicht weitergezeichnet. Okay. A tissue box for wiping your sorrows away. Hätte auch für was anderes sein können, aber ich glaube, da sind wir in dem falschen Spiel gelandet. Katze! Wow! Waiting for something to happen. You booted up your laptop. Start. What would you like to do? Open your journal. Okay, da hat jemand viel Zeit in White Space verbracht und es ist nichts passiert. Es war alles okay. You stared at the screen. What would you like to do? You stared at the screen. Ja, wow. Okay, da kann ich auch nicht... The heat from the laptop warmed your lap.
It felt nice. Genug Katzen, ja. Aber es kann nie genug Katzen geben. Something fell nearby. Mein Englisch ist on point, das merkt ihr. Ich hab, mein räumliches Denken ist echt gut. Ich hab mir jetzt gedacht, oh, dann gehen wir mal zur Lampe. Okay, gehen wir mal zur Tür. Oh. A white dog casts a faint shadow. What would you like to do? Do nothing. You stared at the door. Mein Gott. Ich will doch nur da... Kann ich hier irgendwo hin? Ich hatte gerade Angst, das ist das erste. Okay, da ist nochmal eine rote Hand. Der gehen wir mal aus dem Weg. Ich habe Angst, dass ich mich hier gleich irgendwo festbagge. Nein, wir sind doch mal am Anfang gelandet. Oh weh. The tissues for wiping your sorrows away. Ich habe halt gerade eben, hat's ja... Ah! A light bulb hangs from the ceiling. Wherever it is, look into the light bulb. Yes. Müssen ja irgendwas machen. It's pitch black inside. You can't see anything. Würde ich sie mal kaputt machen, ne? No. Darf ich jetzt endlich hier raus, bitte? Do nothing. You booted up your laptop again. What would you like to do? Open your journal again. Da ist nix. Stare at the screen. You stared at the screen. What would you... Okay, ich guck mal nochmal nach links. Da habe ich ja noch nicht nachgeguckt. Da ist eine Hand. Okay, die Hände wollen mich kriegen. Katze! Hey, komm doch mal zurück! Ich wollte gucken, ob sie vielleicht die Katze mir entführen kann. Natürlich will ich das nicht, aber... Maybe... Ich will tun soll! Gucken wir mal nochmal rein. Vielleicht hat sich da ja was verändert. War da auf der linken Seite mal was? Also, da ist eine Hand drauf. Das ist eine Lightbulb drauf. Eine schwarze. Wir haben eine Lightbulb im Zimmer hängen. Vielleicht kann man die Hand mal versuchen, da hinzulocken zu der Lightbulb. Hey, komm. Bist mir gerade eben schon länger gefolgt. Ich habe halt Angst, von ihr erwischt zu werden. Komm schon. I want to do something. Give me something game. Hat jemand von euch eine Ahnung? Oder irgendwas gesehen, was ich da jetzt übersehen habe? Ich find's auch gut, wie die Katze Maui heißt. Mivu. Ja! Vielleicht müssen wir auch warten. Sie hat gesagt, waiting for something to happen. Vielleicht müssen wir einfach warten, Leute. Aber es ist doch irgendwo was runtergefallen. Spannend, ja, es schützt bisher... Oh, 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 oh. Ja, hierher, bitch. Fuck. Ja, komm, da, nicht zurück. Denkt ihr, ich muss die Hand irgendwo hinlocken? Und schon, Leute, das war mein Stream.
Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht fangen. Ich hab's schon versucht. Ich hab mich schon von hinten angeschlichen. Aber dann passiert das. Ich habe halt das Gefühl. Es ist ja. Irgendwo ist ja was passiert. Sterben wir einfach. Die Tür von hinten öffnen habe ich auch schon versucht. Wenn nicht, muss ich gleich aus der Redaktion mir einen Tipp holen. The heat from the laptop warmed your lab. It feels. Vielleicht muss ich auch öfters drauf starren. Das machen wir jetzt mal ein paar Mal, Leute, und dann läuft das bestimmt. Alle guten Dinge sind 50.000 Mal. Genauso wie dieser kleine Smiley da rechts in der unteren Ecke fühle ich mich auch. Wie der Trash. Der jetzt hier rumlungert. Ja, man sieht ihn doch immer so ein bisschen. Ah, wegen meinem Bild. Oh, ihr seht den besten Buddy nicht. Willst du jetzt mal open, bitte? Jetzt mal das Sketchbook nochmal an. Ich glaube, wenn uns irgendwas weiterhelfen kann, dann das. Also, wir haben erstmal ein Gesicht. Ich kann es nicht andersrum öffnen. Das haben wir ja schon gesehen. Eine Hand ist blutig und eine Axt ist besonders blutig. Aber ich habe noch nichts Blutiges gesehen. Eine Axt habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht ist da irgendwas drin. Eine 4, ja, da ist eine 4, da ist auch ein Pfeil. Aber ich weiß halt nicht, was die 4 überhaupt bedeuten könnte. Wenn ich jetzt einen Code oder sowas. Wenn ich jetzt einen Code irgendwo eingeben könnte, dann vielleicht, aber. Vielleicht ist das Spiel aber auch so meta, dass ich das Spiel erstmal schließen muss und dann wieder weiterkomme. Ich weiß halt nicht, wie. Da ist auch eine 1, 2, eine 3 und hier fehlt die 4 von der Seite. Ich habe halt gedacht, weil ich hier eine rote Hand sehe und da eine schwarze Lightbulb, dass ich das vielleicht. Ah. Der Schinken, ey, Leute. Will die Redaktion mir vielleicht mal in der Lösung was raussuchen? Weil ich habe keine Ahnung. Ich habe Spiel durchgespielt, ja schon davor einmal. Das heißt, nee, ich habe wirklich gerade gar keine Ahnung. Guck mal, ich habe zwei Hände, die hinter mir herlaufen. Jetzt drei. Das war knapp. Beinahe hätte ich die Hände hier gehabt. Oh, Messer! Ja, Leute! You got a shiny knife! Jetzt werden Hände abgemetzelt! Kill you! Equip! A shiny, shiny knife! Warum? Rein theoretisch hier ins Inventar hätte ich natürlich schon vorher mal reingucken können. Sad poem. Inflict sad on a friend or foe. God. Ja, okay. Okay, vielleicht ist in den Options irgendwas. Nö. Komm ich jetzt hier raus? Mit dem Messer, Leute. Ja! Puh!
erst ein Messer gebraucht, um sich der Welt zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Art und Weise das jetzt eine Nachricht raussendet. Oh. So fucking cute. Hi, Omori. We were hoping that you come by soon. Wanna play cards with us? We were just about to start another game. Oh, whoops. Never mind. Oh man, what the heck, Aubrey? You messed up all the cards. I was winning too. Hey there, Cal. There's no need to get angry. It's just a game after all. Don't give me that, Hero. You only say that because you were losing. Ein Plümse. Eine Banane. Ich so, eine Banane. Ein Tentakel. So fing jeder schlechte Hentai-Plot an. Ist nicht so schlimm, ist nichts passiert. Ich habe mich nur in einem Raum, einem weißen Raum befunden mit einem Sketchbook und habe nicht gewusst, was ich tun soll. Und es waren ganz viele verstörende Bilder in dem Sketchbook, aber ansonsten hast du noch gar nichts verpasst. Und es war eine Katze da. Okay, die hast du verpasst. Oh, ich hätte vielleicht erst mit dir sprechen sollen. Why is Cal always so mean to me? You know, the other day that good-for-nothing stole my stuffed toy and hid it somewhere in this room. Why would he do something like that? He's so immature. I mean, what did I ever do to him? To him. Oh, I know. Can you find my stuffed toy for me, Omori? Pretty please. Ja, ich hab's schon, aber ich will eigentlich noch andere Sachen angucken. There's movie on TV. Four boys are walking on the railroad tracks. Kennt man doch den Film, oder? Wie hieß denn der nochmal? A cat-shaped hole. A baseball and a baseball bat. A blender. A neatly wrapped present. A fluffy pillow shaped like the head of a girl. Dazu sage ich jetzt mal nichts mehr. Would you like to make a toast? Ja. Uff. You made a toast. You made toast. Warum kann ich die nicht rausnehmen? Die Katze. Da oben ist zwar sehr süß, aber auch ein bisschen gruselig. A photo of someone familiar. Familiar. Ja, okay. Ich kann nichts mehr untersuchen. Also vielleicht die Schlange da. Is that? Could it be? Aubrey snatched the stuffed toy from you. Hey, Cal. Look, it's my stuffed toy. What the heck? Where did you get it? Omori found it. Lucky for me, I've got some real friends. Serves you right, Cal. You should know better than to pick on others. But Aubrey started it. She was the one who was making fun of me and for the mole on my... On your... What? Aubrey? Fine. Okay. Hier sind noch Karten, die habe ich noch nicht unter... Ah, die ist nicht... Meh. Aubrey always gets what she wants. Hey, Omori. I'm glad that's all settled. Those two always seem to be bumping heads. Mary and Basil invited us for a picnic at the playground. Did you want to go to see them? Ich habe jetzt Angst, dass ich, wenn ich no bin, mir was total versaue. Aber ich will eigentlich noch was untersuchen. Aber ich sag mal yes. Alright, everyone. Let's go. Ah, nee, ich kann mich noch bewegen. Sehr schön. Und das erinnert jetzt sehr an Mada. Und wenn wir... Waiting for something to happen. Wie das Spiel so die ganze Zeit damit teasert, das ist... Das ist halt wirklich, dass man schon weiß, dass irgendwann was passiert. Going out, Omori? Here
here is your allowance for today. You got 50 clams. Shell Money, ey. Von den guten Shell-Aktien. Das sieht jetzt wiederum ein bisschen wie Zelda aus. Oh yeah. Oh yeah, fresh air at least. Gotta love that nature. Well, let's go. Hey, wo ist denn die? Hey. Hey, wait a second. Help me, guys, I'm stuck. Only if you say please. Can't stop messing around and get me out of here. Okay, fine. Took you long enough. Well, sorry, princess. Ich hab jetzt grad. Wir gehen mal runter, ne? Warum nicht? Okay. Bin ich? Nee, ah, das ist ein Überblick. Okay, hier sind ganz viele interessante Figuren. Also, Steam hat mich nicht angelogen mit der Beschreibung. Okay, könnte ähnlich zu Undertale sein. Mary Basil! Oh, hello, April. Hello, everyone. How are you all doing today? Cass being so mean to me again. Oh no, not again. How could he? Psh, I'm not being mean. Aubrey's just being all whiny. Well, Cal, you've just made a very convincing point. Now I don't know who to believe. Believe me. No, believe me. Settle down, you two. Why does it always have to be like this? Chin up, hero. Look at you being all responsible. I really like that about you. Come on, Mary. Not now. Oh, here you. You know I'm just teasing. You're so cute when you get all flustered. While we were waiting for you guys, Basil and I were going through this photo album here. Did you want to join us? Of course! After all, we're the ones in the pictures, aren't we? Basil, get a lot of these. Get a lot. Come on, Basil, take a picture of me. Okay, da fällt einem direkt eine Änderung im Charakterdesign auf. Sorry, Cal, I only take photos of people when they least expect it. You like to take photos of people accidentally when they're not in front of a camera, right, Basil? Yeah. There's something special about everyone living their own lives. Those are the moments I want to capture. So, like, we just have to pretend you're not there? Haha. Yeah, I guess you can put it that way. Sure, I can do that. Did you want to show us your photo album now, Basil? Okay. But it's nothing amazing. Oh, Basil, stop doubting yourself. I'm sure they'll be great. You're right, Aubrey. Sorry. I try to believe in myself more. Here. This way we can all see.
us in cute pictures. Aww. Cute pictures. Und ich habe jetzt schon Probleme. Einfach mit den Namen. Ich habe jetzt schon wieder alle vergessen. Aww. Süß. Hätte jetzt auch Bock auf ein Stück Wassermelone. Milk. Ich versuche die ganze Zeit in den Hintergründen was zu sehen. Was ich da lesen kann. Ah! Ja, ich fange erstmal bei dem ersten an, aber ich lese das jetzt mal vor. Everyone's eating watermelons. So juicy. Opera has some seeds on her face. Maybe someone should tell her. Ich fang mal dann bei dem hier an. Mary is teaching everyone how to make flower crowns. Omari and Cal are holding Mary's example. So pretty. Okay. Omari and Cal gave up and ran off, but Aubrey and I got the hang of it really fast. Hero still making his flower crown. It's taking him a little while, but he's getting it. You have to admire his persistence. So. Milk. Cal's drinking a bottle of milk, his favorite. I shouldn't get too close or he might get my camera wet. Ja, so wie der trinkt, kann es durchaus sein. Mary had Hero take a picture of us. Everyone thinks the flower crown really suits him. Him oder? Suits me. Hero leaning in for a smooch. Cal looks so annoyed. A brotherly love. Ach, das sind also Brüder. Oder wie Brüder. Pervert. We're having a picnic today. Mary wanted to take a picture of everyone. Say cheese. Irgendwie wirkt der Omori auf dem Bild wie so ein richtig kleines Kind. Total einsam irgendwie der Anblick. After eating, everyone fell asleep. Except Hero and Mary. I'm getting kind of sleepy myself. Ja, die sind ja in Love. Das hat man ja schon mitgekriegt. Guck mal, wo denen ihre Hände sind. Nicht an der Stelle, wo die sein sollten. Ne? Wir wissen nicht, warum der Grauser ist. Aber ich habe schon einige Theorien. Cal said he took a picture of himself on accident, but I don't believe him. Ja, also bei dem Picture. Okay. All of our feet in a circle. Can you guess whose feet are? Whose? Ja, also einem leider schon. Jetzt habe ich herausgefunden, wofür das ist. Aber ich habe jetzt alles gefühlt. Schöne Bilder. These photos are also charming, Basil. You really know how to capture the moment. Thanks. I didn't take all of them, though. Mary likes to steal my camera sometimes. Only sometimes. Hey, I have an idea. Did you all want to come hang out at my house? I just finished planting some little sprouts and wanted to show everyone. Come on, they're really cute. Yeah, sure, that sounds fun. Let's go. Let's go. It's south of the playground, right? Yep, that's the way. I think I sit this one out. You all go and enjoy yourselves. But if you're ever feeling weary, you can always stop by one of my picnics. I always have some refreshments ready. And you can even save using my picnic basket. Thanks, Mary. You're always doing so much for us. Bye, Mary. We'll see you again soon. Run along and have fun now.
You know where to find me. Natürlich will ich helfen. Direkt richtig krasser Kontrast, alles schwarz. So, da sind auch Bonbons. Ah, yes, some nutritious candy. Would you like to eat some? Yes, why not? You and your friends feel like new. I'm going straight to the moon. Ich hoffe nicht. Bei Moon ist nämlich keine Fotos. No boss zone. Violators will be prosecuted. Ach gut. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Zeitpunkt. Ja, das ist voll die fancy Musik. Er gesehen mich schon die ganze Zeit. Ich bin so. Wah! Hey Omori, guess what? I got some plans today. Big plans. Just stay put for a while. You see what I mean soon enough. Ah, der wiederholt sich nur. Was mit dir, Big Boy? Burly talks so fast when she's excited. It gets really hard to keep up. Hey, wait just one second. Where do you all think you're going? You can't leave without joining us for a game of hide and seek. Stay and play with us. The more the merrier. You want to play hide and seek again? But you know this turned out how this turned out last time. Yeah. Sorry, Beryl. I think we're going to have to pass. We're going to Basil's house now. So, we catch up with you later. Not so fast! You guys trying to avoid me again. What's up with you two? Is it my face? My rough and tough exterior? At least I'm not as bad as Boss. It's a good thing I banned him from the playground after what happened last time. I wonder what that moron is up to now. Good riddance? So, you wanna play hide and seek, Basil? I can go either way. There's no rush to get to my house after all. I think I'll leave it up to Omori. What do you want to do? Omori, my best friend! Come on, you know how to play hide and seek, don't you? Ja, okay, das dann spielen wir. Hey, that's what I thought. What's stopping you, Dad? Come, let's play around everyone up. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein sauschwieriges Spiel, ey. Tanhard? Uff, sind das viele. Alright, you little maggots. Here's the rules. We're gonna be entertaining yourselves with a little game of hide and seek. Here in my hands, I got some straws. See? Everyone here's gotta pick one straw. The one with the shortest straw is gonna be it. And we'll have to find everyone else. Sounds easy enough, right? Ich hätte auch mega Bock auf Flunky Ball. Wetten, ich hab den kleinsten. Now let's see who's gonna be it. Ich bin it bestimmt. Well, well, well. Looks like the one with the shortest straw is... Omori! Wer hätte es gedacht, ey. Oh, wait. Omori is it? But Omori doesn't like to be alone. Are you going to be okay, Omori?
I can take your place if you want. I don't mind, really. Hey, I hear you plotting over there. The straws make the roots, not me. Come on, don't be babies. It ain't so bad. Amari will be fine. Ich glaube nicht, dass wir fein sein werden. When you're ready to play, walk up to the tether ball bowl and close your eyes. And no peeking or else. Gruseliger Horror. Sorry, I don't know where to hide. I'm not creative at all. Ah! Yay, it's time to play! Muss ich dir ansprechen? Don't worry, Amari. I know you'll be okay. You can do this! I believe in you, Amari! You got this in the bag, buddy. You'll be fine, Amari. Just believe in yourself. No scopes. I wonder where me and Nose should hide. Can I even hide anywhere around here? Charlie, I try my best. I feel sleepy. Just examine the pole when you want to start. Come on, Amari, don't be a baby. Ja, die ist eine richtige Bitch, ne? 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay. Wow, you found me. Now I can help you find everyone. Just don't tell Burly about this, got it? Hehe. Nose goes. Shh, if you're not too loud, they hear us. Nose goes, Bundles! I'll be right, Nose. We're hiding, remember? Ah! We found you, Bun and Nose. Nose, they found us. Nose, goes. Oh, you know I can't stay mad at you. Let's go play patty cake. Nose, goes. Turns out, there's not many places to hide here for a guy my size. But this was still fun. As long as Burly is happy, I'm happy. Dan, you found me! I guess that means I lose. You know what Happy would say right now? She'd say something like, thanks, you should always try to do your best at everything. How else will people see how awesome you are? Next time, I guess. 1, 2, da fehlt keine Nummer. Was ist das denn? Eine Maus? Yo. Ist das vielleicht eine Anspielung auf Modder oder Earthbound, Leute? Und das Ei nochmal. Charlene. Ah. Charlene ist schon komisch, oder? Eternal Banana. Ich muss noch das hier finden, was das ist. Suspicious Plumalbox. Was ist die? Huff, huff, huff. We're not playing. We're exercising. Sorry. Where am I? I was dreaming that I was on a private beach with servants fanning me with palm tree leaves on every side. When suddenly, boom! And now here I am. I must have fallen asleep while hiding. I guess that's game over for me. Kleine Erdus. Bunch of small toy cars. A very difficult puzzle. All the pieces are playing. Oh, you found me. Done. Let's go find everyone else together, Amari. Ja, nochmal save. Das geht ja fixi. Irgendjemand muss ich noch finden.
Ah, that's another box. Boing, it's me, Happy! You found me, so that's mean I gotta do something else now? Oh, I know, I'm gonna count the alphabet backwards! Z, Y, X, V, V, ich kann nicht das englische Alphabet. U, O, M, O. Yeah, but where is Zero? Where is she? Where is her? Ah! Kleiner Schlingel. Oh, guys. Hey, guys. Huff. You know, Huff. I found a really good hiding spot. Sean and Ren invited me to join them in their exercise routine. It's fun and good for you. You guys should really try this. It's really a workout. Oh man, I'm so tired. Wow! You really don't know how to say no to anyone, do you, Hero? Come on, Hero. We gotta help Omori find everyone else. Alright. I'm coming. Bye, Sean. Bye, Ren. This was fun. Yeah, let's do this again sometime. See you later, Hero. Peter, jetzt im Auto, ihr Mann? Hab ich mal vergessen. Haben wir den Haupt, der Typ, der das Spiel gestartet hat, haben wir den schon? Nee, den haben wir noch nicht, ne? Den Bravey. Das war eine Sie, upsie. Ja, da guck doch mal rein. Vielleicht ist da ja jemand drin. Uff. We're not playing. We're exercising. Bin ich ein kleiner blinder Fusch? Ich find's auch geil, wie hier überall erstens Eier rumliegen und zweitens keiner mal auf die Idee kommt von den Freunden, die ich jetzt... Oh! There's a straw in the crowd. Pull it out, yes, I pull it out. Took you guys long enough. I thought I was gonna suffocate in there. How do you like my hiding spots? Pretty good time. It looks like you pretty much found everyone else too. Unexpected. But I like it. Ten hot. Van. Here's always Buddy. Charlene. Here. Michael? Oh, what gifts? Happy. Here! Browse. Oh! Bags. Here! Bun. Bun is here! Nose. Nose goes. Hero. Presents. Presents. Present. Kel. Yum. You really got to do this every time, Barrel. Hey, that was uncalled for! Here I am! Where's Basil? That's strange. I thought I saw him go hiding near that tree over there. Basil, where are you? Can you hear us? Basil! You can't come out now! You already won! Hello, Basil! Mir macht so ein bisschen Spaß, Leute nervig zu gestalten. Hey, there's Basil!
Basil, 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 do 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 do. Basil, Basil, Basil. Are you stuck? Oh, ein Monster. Boss, I should have known it was you! You good-for-nothing sound scoundrel! Let Basil go! Yeah, what did Basil ever do to you? Basil's our friend! Don't you dare hurt him! Let go of Basil, boss. He didn't do anything wrong. You stupid heads! You think this is about Basil? Don't play dumb. You know why I'm here. How dare you not invite me to hide and seek? I'm the one who showed you all how to play it in the first place. You're not even playing it right. How can you call it hide and seek without anybody slamming? My flower crown. Hey, that's the flower crown we made for Basil. How could you? Let go of him, you bully. No, if I can play with everyone, then no one can. This is a boss only sono. Sorry. And you're not invited! What will we do? Skills! Sad poem! Ich will das zum... Was hat sie so für Skills? Pep toll. Okay, nee, attacken wir mal mit ihr. In neu. He's a friend. Das ist auch ganz cool. Toy. Hat keiner. Snack haben wir auch nicht. Okay, dann attacken wir mal. Boss feels sad. Boss lost three chooses. Me! You weaklings! You call that an attack? Hat er ein Tor? Nee. Attack, attack, attack. Ich versuch mal was. Ob das überhaupt klappt, ist jetzt die Frage. Nochmal attacken. Boss lost. Was ist das mit diesen Juices? You can do it! Er kann grinsen, Leute. Das wollte ich überprüfen. Attack this son of a fucking bitch. Ich weiß halt nicht, was das bringt. Deswegen checken wir mal weiter. It was a dull attack. Hey, hey, hey! Angry. Okay, text. Hey, that kinda hurt. This isn't fun anymore. Okay, jetzt sollte ich vielleicht eher mal verteidigen. Ich hab. Okay, ich kann nur da. Ich probier mal was. Ich habe nämlich Angst, dass es so ein bisschen wie in Undertale ist, dass wenn ich den jetzt umbringe, dass irgendwie was ganz Schlimmes passiert. Ja, aber er attackt mich weiter. Irgendwie sieht der Omori total gruselig aus, wenn er grinst. Was kann ich denn noch machen? Halt alles so verdächtig. Ich weiß halt nicht, was jetzt wirklich. Vielleicht kann ich auch mal den V happy machen. Vielleicht hilft das ja auch irgendwie. Dann lasse ich mal garden. Er kann ja. Guck,
machen. Uff! Er hat gerade seine Knuckles gecrackt. Ja, ich habe Angst, dass das irgendwie falsch ist. Guckt immer so traurig, wenn man... Now you made me angry. It's time for my special move. Body slam! How are you still moving? Irgendwie hat sich das jetzt nicht so happy angefühlt, der Sieg mit der Musik. This isn't fair. Rematch! I want a rematch! Okay, es ist nichts Schlimmes passiert. Basil, are you hurt? Don't worry about me. I'm just fine. Boss? It must hurt to see people have fun without you. But that doesn't mean you can ruin other people's fun. I know that. There. Does that feel better? Basil, are you sure it's okay to do that? Boss is bad news. It's good thing Omari held on during that final attack, or else we would have all been we'd all been toast. It's okay, I trust him. When you were all fighting, he tried really hard to make sure I didn't get hurt. Is that true, boss? That's a lot of baloney. I don't need to hear the lies. This is my spot. No one else is welcome here. Well, he probably won't be a problem as long as he stays like that. I guess that means we can go to Basil's house now. That sounds good to me. We're leaving now, boss. Don't cause any trouble, okay? Okay, I'm ready. Let's go. Der ist so süß. Ich muss mich verbessern. Ich habe ihn gender gejudged. Das ist total schwierig bei Stimmen. Weil ich habe ihn... Stimmt, geh Bonbons fressen. Das muss ich auch mal machen.